Schutzrechte sind nichts anderes als Kafkas Albtraum der Informationsgesellschaft. Sie würgen die Freiheit und die Privatsphäre des Einzelnen im Netz ab. Nach Protesten der Netzbürger Europas wurde in Polen, der Slowakei, in Tschechien, in Lettland ACTA die Unterschrift versagt. Und auch Deutschland setzt die Unterschrift seit gestern erst einmal aus. Das stimmt uns alle froh, weil wir bereits mit unserer Ankündigung, auf die Straße zu gehen, so viel erreicht haben. Aber das darf nur das erste Signal gegen die ständige Begünstigung von Verwerterinteressen vor den elementaren Bürgerrechten sein. Aus ACTA schreit die Ungerechtigkeit für Schwellenländer und ärmste Menschen der Welt. Das Sanktionieren von Generika Saatgut und anderen überlebenswichtigen Patenten ist eine der vielen menschenverachtenden Facetten von ACTA. Vielleicht. Schau dich doch mal um, dann checkst du's auf. Es geht schon.